Moin moin meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Switch. So, Schandstadt immer noch, haben uns aber einen neuen Bereich ausgesucht, wo wir uns hinkämpfen wollen, oder hinkämpfen werden. Und zwar darüber zu diesen Steindingern. Bei der letzten Folge, wo wir aufgehört haben, habe ich das Spiel auf Pause gesetzt und bin dann gestorben, was natürlich sehr ärgerlich war. Oh Mann. So, das heißt aber, wir müssen wieder darüber. Okay, mal gibt einen besseren Weg, gebe ich zu. Heilen. Ja. Da gehen wir jetzt hin. Ja. Okay, wir müssen da rüber. Das können wir auch hier rüber machen. Ach guck mal, das gibt's nicht, ja? Gerade angekommen, schon vergiftet. So, da oben müssen wir rein, dieses Loch da oben, das machen wir jetzt auch. Da sind wir beim letzten Mal nämlich stehen geblieben. Was mich da allerdings gekillt hat, weiß ich nicht. Irgendwas hat mich gekillt, ich weiß mal nicht was. So, aber wir gehen jetzt da hoch. Wir müssen auch meine Sachen legen eigentlich. Liegen sie? So. Relax-Sphäre. Belohnung ist gut zurückerlangt. Da gehen wir jetzt rein. Schauen wir mal. Was es da so gibt. Okay, da sind Viecher. Monster. Oder was sind das? Machen gar nichts. Beten. Gut. Mal killen lieber. Ah! Das. Alter. Oh, komm schnell. Eierlege Scheiße. Oh. Alter, sind das für widerliche Würmer? Okay, wir hauen den mal nicht auf. Scheint mich auch nicht anzugreifen. Also nochmal ein paar Würmer will ich nicht haben. So. Okay, ich würde sagen, wir kommen zu einer Art Boss. Was hier? Ach, guck mal. Ach, das ist doch die, die wir besiegt haben. Können wir... Verrufen wir doch mal ein Phantom. Das konnten wir doch auch beim Klaffdrachen. Schauen wir mal. Wilde Mildre, die sagt mir, das ist doch das rote Viech, was wir besiegt haben. Okay. Und du hilfst mir jetzt. Komm. Okay, schauen wir mal anschauen, was es hier an Gegner auf uns abgesehen hat. Würde mal behaupten, da alles voll mit Spinnweben ist. Ja, okay. Ist es eine Spinne, die Feuer super findet? Okay, wir haben auf jeden Fall ein Schild mit Feuerresistenz. Das müssen wir gleich mal... Was denn? Ach, das ist so eine halb... Hallöchen. Oh, die Nippel sind bedeckt von ihren Haaren. Also brauche ich das nicht zensieren. Ich lasse da mal die schwarzen Balken weg. Die fühlt sich sexy, wie man sieht. So, unser Feuerschild. Oh. 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 Mehr zurück. Was trinken hier? Wo ist Mildred? Hau ihn an. Oh oh. Okay. Die haut ganz gut zu. Ich muss schon aufpassen. Oh, weg hier. Weg hier. Oh nein. Ah, Feuer. Hey, weg. Alter. Oh, was ist das denn? Was war das denn?
Lass trinken. Ey, ja, die hat aber das gerade reingehauen. Was war das denn? Oh, schon wieder. Was ist denn das? Oh, es spuckt wieder Lava hin, ne? Ach, scheiße. Okay, okay, okay. Hey, Mildred, lauf. Mal lieber was. Oh, schon wieder. Schnell weg. Ey, das ist aber ein Riesenviech. Ich muss schon anpeilen hier. Ah. Die hat doch nicht so viel. So viel Leben hat die nicht mehr. Oh, Mildred. Jetzt gleich. Ich muss sie noch killen, bevor. So. Blödes Viech. Hexentochter Quelak. Doppelmenschlichkeit. Ich muss leider sagen, dass die jetzt nicht wirklich schwer war. Also jetzt ohne Scheiß. So richtig schwer war die wirklich nicht. Es hilft natürlich, dass diese Mildred da ist, weil die ganze Zeit auf diese Mildred gegangen ist. Aber, gut, also ich finde einige Gegner teilweise schwerer als normale Gegner. Als Bosse. Na gut. Gehen wir weiter. So. Oh, hier ist, das sieht schon wieder aus wie eine Abkürzung bestimmt. Natürlich geil. Da ist ein Schalter. Gegner kommt hier wahrscheinlich nicht. Was? Bewegt den Schalter. Hebel ziehen. Und? Oh, Zwischensequenz. Was passiert? Ach, guck mal. Das ist die zweite. Ach, das ist die Glocke unten. Sehr cool. Das ist doch cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir doch mal so weit kommen. Sind wir aber. Gut, es läuten beide Glocken. Ja, was für ein riesiges Gebiet und wie einfallsreich das alles ist, ne? Okay. Oh, das ist der nächste. Ist das ein nächster Boss? Halt! Oder wer ist das? Eine Tür? Das ist die Tür, wo der Typ davor sitzt. Guck dir den Golem da oben an. Wie riesig er ist. Da sitzt doch dieser Eisentyp davor, oder? Ist das die Tür, wo der Eisentyp davor sitzt? Ich glaube ja. So, Heimkehrknochen. Aber bevor wir eine Heimkehrknochen benutzen, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Bin ja immer so ein bisschen. Oh. War ich kaputt an? Aber man muss alles erkunden hier, weil oft bewegt sich ja dann doch noch irgendwas hier. Hier zum Beispiel sind. Das könnten ja auch Türen sein hier. Weil es sieht ja aus wie so ein Torbogen, oder? Aber hier ist es ja auch ein Torbogen. Können wir da auch so ein Torbogen? Überall mal gegenhauen. Nö. Ja. Das ist auch nur. Okay, hier ist nichts finden. Da sind wir gekommen, ne? Genau, von da sind wir gekommen, also müssen wir zurück. Hier mal gucken. Hier geht's auch runter, ne? Aber runterspringen würde ich jetzt nicht wollen. Habe ich nicht so viel Sinn. Hier. Nichts. So, runter. Wo wir landen. Bild trotzdem vor. Gegnerviech kommt. Sind ein bisschen billig aus, ne? Dreh ich mal noch nicht drauf. Es geht auch noch hier irgendwo hin. Okay, es geht noch weiter runter. Wechseln wir mal zum Spinnenschild.
Und gerade einen Gegner besiegt und dann geht man noch weiter rein, ne? Wie dumm. Hier ist ein Leuchtfeuer. Jetzt entzünden wir mal. Ach, das sind diese Beta. Okay, die hauen wir nicht an, das wissen wir schon. Geht es auf jeden Fall nochmal weit runter? Okay, das ist wahrscheinlich ein Gebiet, wo wir noch gar nicht hin sollen. Da hinten sehe ich ein riesen Monster. So, ich glaube nicht, dass wir hier hin sollen. Gut. Könnt ihr mal dahin gehen und mal zum Testen? Sollten wir das tun? Ich habe ein bisschen Angst, gebe ich zu. Zu Recht wahrscheinlich. Jetzt runtergehen, dann gehen wir den ganzen Weg da längs. Nee, wir gehen aber nicht längs. Das ist mir noch ein bisschen zu suspekt. Gehen erstmal zurück. Zumindest haben wir das Leuchtfeuer hier, was ja schon mal gut ist. Könnten wir ja eigentlich auch entzünden, dann haben wir gleich wieder ein paar. Obwohl, nee, oder? Nee, obwohl. Ach, lass uns ruhig rasten. Und mich aufsteigen. Und zwar will ich meinen Willen jetzt mal höher machen. Einen, auf jeden Fall. Und Beweglichkeit. Machen wir auch höher? Nee, wir machen Vitalität höher. Wir machen die Stärke höher. Beweglichkeit. Gut. So. Das Gute daran ist jetzt, jetzt können wir nämlich eigentlich auch unsere Zauberei anstimmen. Und zwar Aufladung 5. Müssen wir jetzt ja können. Oder nicht? Manches haben wir noch nicht. Das ist normal. Wählen. Hä? Okay. Das nicht? Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie. Ungenügende Werte für diesen Zauber. Gut. Aber zu einstellen wählen. Habe ich jetzt nicht genug dafür? Hätte ich gedacht. Naja. Gut, wir gehen mal hier zurück. Das sind die Dämonenhöhle. Gut zu wissen. So, wir können hier zurückrennen. Die sind ja keine Gegner gewesen. Dürften ja dann auch keine kommen. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir auf dieses die metallene Platte steigen. Hier? Das sah auch einfach nur so aus, als ob man dagegen hauen musste, fand ich. Warte mal. Oder? Das sah einfach so aus, ich weiß auch nicht. Okay. Okay. Mit dem kann man reden. Oh je, wen haben wir denn da? Are you a new servant? Da bin ich ein Diener. But you have no eggs. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Ach, geht aus dem Weg, guck mal. Okay, richtig bewegen tut er sich ja nicht, ne? So. Wer ist sie denn? Hier ist noch ein Leuchtfeuer. Weil wir gehen mal ins Leuchtfeuer ran kurz. Und dann. Kann die auch reden? Ja. Fragezeichen. Eskus Flakon verstärken. Ach cool, das können wir bei ihr auch. Das machen wir. Ja. Eid leisten. Hat man einen Widerruf und diesen Eid leisten? Ich weiß nicht, was für ein Eid ist denn das? So richtig reden tut sie nicht mit mir. Hm. Gehen wir hier weiter? Na, ist das hier noch so eine Fake-Wand? Nee, die ist echt.
Hätte man ja denken können, ne? Dass es hier irgendwie so eine. Noch so eine Fake-Wand ist. Aber krass. Ah. Gut, lassen wir sie mal da in Ruhe. Die haben uns ja gut geholfen. So, ich dachte, es wäre ein Knopf hier oder so. Ist es ja gar nicht. Heißt, wir können hier gar nichts machen. Also man könnte jetzt hier ganz cool zurückreisen. Aber anscheinend nicht. Das ist ja natürlich schade. Und, weiß mal, ich denke immer, man kann die Dinger kaputt hauen. Oder? Das ist so nach Fake aus hier, aber naja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es hier in der Höhle nichts anderes gibt als diesen Kampf mit dieser Skeletten-Dings. Aber guck mal, man kann auch links und rechts nach oben gehen. Wir gehen mal. Okay, jetzt können wir hier wieder zurückrennen. Da hoch? Ja, dann müssen wir vielleicht doch dieses unten runter zu den Dämonen gehen. Weil, jetzt haben wir ja schon zwei Leuchtfeuer gefunden. Und ich habe hier noch keine Abkürzung gefunden. Außer die natürlich oben, die Abkürzung, die vom Drachental aus. Aber ich hätte gedacht, dass es hier auch eine Abkürzung gibt. Deswegen gehen wir hier nochmal längs. Bin mir ganz sicher, hier gibt es garantiert auch eine Abkürzung. Dann gehen wir zu den Dämonen mal runter nochmal. Komisch, wenn es das nicht geben würde. Finde ich. So. Links runter. Die sehen die Klötzer so ein bisschen aus wie Cell-Shading, finde ich. Also, ein bisschen uncool. Eigentlich. Weil Cell-Shading sieht ja immer so ein bisschen billig aus. Aber das hier sieht wirklich richtig billig aus. Leider. Hier, noch eine Fake-Wand. Leider nicht. Na schon? Okay, da wollen wir hin, ne? Jetzt zu unseren Freunden. Da gehen wir mal runter. Okay, die Viecher tun uns ja nichts. Ich habe immer Angst, dass da irgendjemand gleich irgendwie einen Schaden macht und die Dinger dann alle aufplatzen und dann hast du alle Würmer um dich rum. Aber ich könnte jetzt ja schlecht einen hier killen. Pass auf, wir setzen uns mal gleich hier hin. Aus dem einfachen Grund, dass wenn wir drauf gehen, wir wieder hier anfangen. So, jetzt müssen wir gucken, welcher Weg war denn das? An welchem Weg kann man hier gehen? Also hier geht es ja definitiv runter. Dann gehen wir da mal längs. Gruselig, die ganzen Dämonen-Leute da. Eieiei. Okay, da geht es gar nicht weiter. Da komme ich ja nur hier unten links. Also da geht es ja nicht weiter an dem Fluss an. Da lande ich ja in der Lava. Hier laufen die hinterher. Ich gehe mal hier längs. Okay, dann geht's weiter. Da ist eine Brücke, da gehen wir mal rüber. Guck mal, wie cool das da aussieht. Kommen wir noch überall hin? Wie geil ist das denn? So, wir schauen mal. Noch 10.000 Seelen. Okay, gehen wir durch das Tor hier. Gehen wir durch das Tor? Gehen wir nicht durch das Tor? 10.000 Seelen sind echt viel, ne? Wenn ich jetzt da drin drauf gehe, sind die futsch. Ich glaube, wir machen es nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann ja nicht mehr da rauskomme. Und wenn ich mir das anschaue, das ist der Weg, und wir haben schon diesen Gegner da hinten gesehen. Keine Ahnung, wie stark der ist. Aber das ist mir zu risky. Das ist mir wirklich zu riskant. Mal kurz rüber gucken. Aber wenn ich da drüben gucke, da fackeln doch die Arme da oben schon. Was das immer das ist da drüben. Und ich bin mir nicht sicher, ob der nicht einfach einen komplett zerstört. Und da muss ich ja immer wieder reingehen, um einen Seelen holen zu können. Und da ich ja wahrscheinlich vielleicht versagen werde, habe ich ein bisschen Angst davor. Ja.
Mal gucken, was wäre. Kann ich mehr hoch? Jetzt würde ich sagen, rennen wir wieder zurück. Wir müssen ja denn leider doch die Abkürzung nehmen. Was sehr schade ist. Was beziehungsweise Abkürzung. Beide Glocken geläutet. Ich würde natürlich jetzt gerne durch diese Tür da gehen, wo wir waren. Die jetzt aufgegangen ist. Wäre ja schon mal spannend. Aber ja, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt machen sollten. Ich würde sagen, wir stoppen einfach für heute hier. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ja. Müsst jetzt ja nicht sehen, wie ich wieder zurückrenne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.